Heute begleiten wir Niklas Matthei. Der 18-jährige angehende Koch bezeichnet sich selbst als Anzeigenhauptmeister und übt ein seltsames Hobby aus. Wenn er frei hat, streift er durch Städte und Gemeinden und zeigt dort Falschparker und andere Verkehrssünder an. Über eine spezielle App meldet er sie dem Ordnungsamt und macht sich damit nicht nur Freunde. Naja, okay, also, ich muss mir einen neuen Account machen, ja? Ich nenne ihn direkt Niklas Matthei. Geschichte, optional. Kann die jemand einsehen, wenn ich die da reinschreibe? Er schreibt einfach nichts rein. Alles klar. Schatz! Schatz! Oh, ich hab doch nicht. Geil. Ich bin der Anzeigenhauptmeister. Später. Hallo? Ja, der Herr? Entschuldigung, haben Sie gerade vor meinen Augen mitten auf der Fahrbahn geparkt? Das ist der Parkplatz. Das ist doch kein Parkplatz. Doch, das passt schon. Das geht so überhaupt gar nicht, das muss ich jetzt einmal erfassen. Ich kann natürlich auch umparken, wenn Sie das wollen. Nee, umparken gilt jetzt nicht mehr. Das hätten Sie sich früher aussuchen müssen. Das ist eine Verkehrsbehinderung. Schauen Sie mal, was würde wohl passieren, wenn ich hier einfach zu Fuß entlang gehen würde? Au! So, und jetzt? Also jetzt stecke ich fest. Jetzt kann ich nicht weiter geradeaus gehen. Mein Gehweg wurde offensichtlich behindert. Von Ihrer Parkweise. Denken Sie, Sie können sich hier alles erlauben? Nur weil das Ordnungsamt gerade nicht vor Ort ist. Haben Sie nicht noch irgendwelche andere Hobbys? Ja. Welche? Fahrradfahren. Ich muss ganz kurz was rausholen und dann bin ich schon wieder weg. Ja, das geht aber nicht. Das können Sie so nicht machen. Parken Sie doch einmal auf dem Parkplatz. Gekennzeichnete Parkflächen finden Sie vorne, vor dem Haupteingang. So, ist das so genehmigt? Ja. Na, das ist doch schon ein bisschen besser. Hätten Sie das von Anfang an so gemacht, dann hätten wir das Problem jetzt nicht so. Jetzt müssen Sie 30 Euro zahlen und kriegen einen Punkt. Ich habe leider gerade keine 30 Euro dabei, sonst hätte ich Ihnen natürlich gerne die 30 Euro gegeben, aber... Das ist kein Problem. Sie bekommen Post vom Ordnungsamt. Perfekt. Ich fass es nicht. Ich werd verrückt. Der parkt einfach mitten auf der Fahrbahn. Genau. Und Ihnen ist so unbewusst. Moment mal. Ist das hier ein Dönerladen oder was? Mich verarschen, Mann. So, ich werde das jetzt einmal erfassen. Alles klar. Ich werde dann einmal die Polizei dazu rufen, denn das hier ist jetzt eine Beleidigung und diese Beleidigung werde ich auch anzeigen. Das ist einmal die Polizei. Hallo, ist da die Polizei? Jawohl. Ich habe hier gerade einen Falschparker erfasst. Der parkt mitten auf der Fahrbahn und behindert hier die Durchfahrt. Der hat mich auch beleidigt. Ich würde ihn dann gerne einmal anzeigen. Können Sie da vielleicht eine Streife vorbeischicken? Natürlich, wie ist denn Ihr Name? Matthei, Niklas Matthei, Anzeigehauptmeister. Wunderbar. Jawohl, ich schicke Ihnen eine Streife rüber. Bis gleich. Machen Sie bitte schnell. Der ist ein bisschen aggressiv angehaucht. Wir beeilen uns. Schönen Abend. Alles klar. Moment mal, Sie fahren jetzt nicht weg. Sie können Ihrem Dönermann dort hinten sagen, das Umparken hat nichts gebracht, denn ich habe eben Beweisfotos gemacht. Also, das, was jetzt hier der Stande ist, Sie und Ihr Kamerateam gehen. Warum haben Sie Ihr Auto eben umgeparkt? Das ist meine Sache, was ich mit meinem Auto mache. Sie befinden sich auf Privatgelände und ich bitte Sie jetzt zu gehen. Das ist ein Privatgelände? Na, wie ich das sehen kann, beginnt das Privatgelände dort hinten nach der Einzäunung. Hier vorne ist nichts eingezäunt, somit ist das auch kein Privatgelände. Wir können da gerne vor einem deutschen Gericht drüber diskutieren, wenn Sie wollen. Sie gehen. Wie bitte? Wo soll ich denn hingehen? Ist mir scheißegal, gehen. Ist Puff oder sonstiges. Wir müssen jetzt erstmal auf die Polizei warten. Der Herr, wie finden Sie das denn, was hier der Herr Matthei so treibt? Wer ist der Matthei? Ich. Das ist der Herr hier, er nennt sich selber Anzeigenhauptmeister im Netz und hat da auch schon über die letzten Jahre mehr als 4500 Anzeigen. 4521 Anzeigen. Entschuldigung. Eingereicht. Wie finden Sie seine Arbeit? Wie ich seine Arbeit finde? Bescheuert. Im Endeffekt hilft er gar nichts, statt einen Beruf wirklich auszuüben, sollte er mal irgendwie sich fortbilden oder sonstiges. Zumindest nicht so einen Scheiß hier zu machen. Ich glaube, der Herr spricht unsere Sprache nicht. Wir haben gehört, dass Sie ja auch, also das Ganze machen Sie in Ihrer Freizeit. Was für einen Beruf üben Sie denn hauptberuflich aus? Koch. Ich bin Koch. Und in der Freizeit versalzen Sie dann den Bürgern die Suppe? Korrekt. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich rufe die Polizei noch einmal an. Ich glaube, die braucht ein bisschen lange heute. Polizeinotruf. Ja, guten Tag, Matthei mein Name nochmal, hallo. Haben Sie eine Streife rausgeschickt? Aktuell noch nicht, das sind alle gerade im Einsatz. Wie noch nicht? Das ist ein Notfall. Leider haben wir alle Streifen gefunden und können Ihnen gerade keine zusenden. Bitte machen Sie schnell. Ich gebe mein Bestes. Der Mann, der ist bewaffnet. Der Mann fuchtelt hier mit Schusswaffen rum. Sobald eine Streife einsatzbereit ist, wird sie direkt anrücken. Alles klar. Wunderbar, dann schönen Abend. Sie gehen. Wir warten auf die Polizei. Die haben gesagt, die haben gerade keine Streifen frei. Dann gehen wir aufs Gelände und Sie verlassen jetzt hier das Gelände. Punkt aus. Feierabend. Das hier ist nicht Ihr privates Gelände. Das Gelände hier gehört mit zu den Chainsmokern. Natürlich nicht. Dieses private Gelände ist kein privates Gelände. Ihr privates Gelände beginnt dort hinten hinter der Einzäunung und hinter der gelben Markierung. Ja, wenn Sie meinen, Sie sind hier wieder Besserwisser. Aber ich habe doch recht. Warum war der Mann so unfreundlich zu mir? Wie sind Sie sich nochmal der Anzeigen...
Kommissar, Meister, keine Ahnung was. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nochmal schnell mein Auto holen. Ja, die Polizei, die hat gesagt, sie haben leider aktuell keine Streifen frei. Was, wie finden Sie diese Priorisierung der Polizei? Also äußerst unverhältnismäßig. Meinen Sie, dass jetzt solche Einsätze hier auf jeden Fall so einsetzen, wie beispielsweise Raubüberfällen vorgehen? Ja, aber selbstverständlich. Das liegt doch klar auf der Hand. Wie finden Sie, dass das jetzt schon wieder falsch geparkt wird? Passen Sie bloß auf, wo Sie herfahren. Nicht, dass Sie hier noch eine weitere Anzeige riskieren, ne? Herr Mantel? Wer ist Herr Mantel? Hallo? Ja, bitte? Sie verlassen jetzt sofort den Grundstück. Komplett. Sie gehen bis zur Straße rüber und kommen nicht wieder rauf. Verlassen Sie den Grundstück. Oh. Sie verlassen den Grundstück. Sie verlassen den Grundstück. Gehen Sie. Den Grundstück? Sie meinen das Grundstück? Gehen. Nun, aber Ihr privates Gelände beginnt doch... Aber Ihr privates Grundstück beginnt doch hinter dieser gelben Markierung. Gehen Sie. Alles klar. Kein Grund, um Gewalt anzuwenden. Gehen. Ja, kein Grund für Gewalt. Grund, kein Problem. Aber wissen Sie eigentlich, dass Maskierungen in der Öffentlichkeit strengstens untersagt sind? Sie gehen jetzt. Sofort. Weiter. Und weiter. Was ist mit meinem Fahrrad? Dann nimm dein scheiß Fahrrad, aber du gehst. Maskierungen in der Öffentlichkeit sind untersagt, ne? Nimm dein scheiß Fahrrad und verpiss dich. Aber hier gilt ein strengstes Vermummungsverbot. Herr Mantel, Sie verlassen ab sofort, jetzt sofort unser Grundstück und erscheinen hier nicht noch einmal. Also da ich nicht Herr Mantel heiße, ist das ja schon mal unzulässig, denn Sie müssten ja meinen richtigen Namen... Dann nenne ich Sie einfach jetzt Niklas, das ist mir scheißegal. Sie verlassen sofort unser das Grundstück hier. Die steigen jetzt auf und verpissen sich. Ja, wir fahren. Alles in Ordnung. Achtung. Alles gut. Vorsicht. Polizeinotruf. Ja, guten Tag, Mattei nochmal hier. Guten Tag, Herr Mattei. Haben Sie mittlerweile eine Streife frei? Der Herr, der hat immer noch rumgeschossen. Ich habe mittlerweile auch Beweisfotos. Leider immer noch nicht unsere Einheiten gerade beschossen. Ah, alle Einheiten immer noch unterwegs, ja. Das ist so positiv. Und dass hier einfach Zivilisten angeschossen werden, das ist Ihnen dann egal? Ist mir natürlich nicht egal, aber meine Einheiten können von einer Schießerei nicht einfach wegfahren. Die werden gerade beschossen. Guter Mattei, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, sobald ich eine Streife irgendwann verfügbar habe, wird die sofort anrücken. Ah, irgendwann. Okay, ja. Also ich weiß nicht, ob Sie vielleicht taub sind auf beiden Ohren, aber hier ist ein Mann mit einer Waffe. Das mit der Waffe habe ich gehört. Ein Anruf reicht. Ah. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wie gesagt, die Streifen wird sich ein, sobald ich die verfügbar habe. Okay, ich hätte jetzt was, wie wir es auf die Spitze treiben können. Du ziehst dir jetzt die letzte Brille an, die es gibt, okay? Die letzte Brille? Die letzte Brille. Okay. Die letzte Brille soll ich mir anziehen, die es gibt, hä? Genau, jetzt könnt ihr dich ja nicht mehr erkennen. Ja, ich bin der Klaus. Ich bin der gute Kollege vom Herrn Mattei. Ich bin auch bei der Polizei eingestellt. Aha. Was haben wir denn hier? Warum hören Sie nicht einmal zu? Guten Tag, der Herr, hallo, kennen wir uns? Nimm Sie Ihr Scheißfahrrad und verpiss dich. Entschuldigung, ich bin gerade das erste Mal hier. Kennen wir uns vielleicht? Niklas mit Vorname? Nee, Klaus. Dann Klaus, ich hab's deinem Kollegen auch gesagt, du verpiss dich auch. Ach, warum denn so unfreundlich? Verpiss dich. Mein Kollege hat mich eben erst zur Unterstützung hierhin gerufen, aber ich kann ihn nirgendwo antreffen. Haben Sie den vielleicht gesehen? Der Herr Mattei ist gegangen und Sie gehen aber jetzt aus. Das ist doch kein Grund, direkt hier handgreiflich zu werden. Raus. Aus diesem Gelände. Sofort. Ist Ihnen eigentlich das Vermummungsverbot im gesamten Staat von Los Santos bekannt? Ist Ihr Leben aber noch wichtig? Oh, selbstverständlich, ja. Steig auf dein Fahrrad und verpiss dich. Selbstverständlich. Sofort. Pack deine scheiß Handy weg. Wie bitte? Runter. Sag's nicht noch einmal. Ja, ich fahr ja schon. Ich fahr. Falsche Richtung. Nimm deine Scheißhände hoch. Hey, das ist doch ein öffentliches Feld. Warum sind Sie denn so zu mir? Steig auf dein Fahrrad. Habe ich Ihnen irgendwas getan? Das ist doch ein öffentliches Gelände. Sofort auf dein Fahrrad. Muss das denn jetzt wirklich sein? Willst du eine ausgerenkte Kugel haben? Schulter? Eine ausgerenkte Kugel? Eine ausgerenkte Schulter. Willst du was haben? Nein. Dann verpiss dich. Kein Grund für Gewalt. Machen Sie sich jetzt bitte vom Hof hier runter. Wenigstens sind Sie höflich zu mir. Weiter. Trete. Das mache ich dich zu meiner persönlichen Nutte. Offensichtlich runter. Bin ich ein Mann, ein Bürger männlichen Geschlechts. Und wenn Sie mich zu einer Nutte machen wollen, dann verstoßen Sie gegen das Selbstbestimmungsgesetz, der Mann hat mich angeschossen. Polizeinotruf. Ich wurde soeben angeschossen, weil Sie keine Streife schicken. Warte, eine Streife ist jetzt auf dem Weg, die habe ich eben zu Ihnen gesendet. Die Streife sollte in wenigen Minuten eingreifen. Den Rettungsdienst alarmiere ich jetzt gleich dazu. Ja,
Ja. Gute Matei, dann einen schönen Abend noch. Ja. Eine Ewigkeit später. Also ihr Kennzeichen könnten sie auch einmal sauber machen, so. Das ist wie geleckt, junger Mann. Ich weiß nicht, was sie auf der Brille haben. Müssen sie ja nicht jetzt machen. Dieser Herr ist bewaffnet und hat gerade mit einer Schusswaffe... Ich habe ein RTW für dich gerufen und sie... Würden Sie bitte einmal zur Seite treten, danke schön. Dieser Mann ist schwer bewaffnet und hat eben mit einer Schusswaffe auf uns gezielt. Ich habe auch Beweisfotos gemacht. Okay, dann schicken Sie mir doch mal. Ah, hier, Harald Töpfer. Jawohl. So, das ist eines der Beweisfotos. Das sieht ja sehr eindeutig aus. Ursprünglicherweise sind wir wegen Falschparkern gekommen. Das kann ich Ihnen auch zukommen lassen, einmal. Ey, yo, wenn ihr was gleich nicht macht, dann mach ich das bei dem Pisser. Ich würde gerne Anzeige erstatten wegen Beleidigung zusätzlich. Ja, dann mach das doch. Wir atmen jetzt mal ganz kurz durch die Unterhose ein und stellen sich mal darüber. Dankeschön. Also, ich würde jetzt einmal die Krippe rufen, zwecks Spurensicherung. Sie haben ja gesagt, er hat aktiv geschossen, richtig? Genau, mehrmals. Geh jetzt runter von meinem Grundstück. Geh jetzt runter von meinem Grundstück. Würden Sie bitte ein bisschen Abstand halten? Wenn Sie ihn jetzt nicht mitnehmen, kriegt er eine Kugel von mir, sag ich so, wie es ist. Das würde ich gerne noch zusätzlich anzeigen, bitte. Was die machen, ist ja schon irgendwie denunziantentum-mäßig, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Ich setze Recht und Ordnung durch. Aber sie denunzieren doch die Bürger, oder? Würden die sich alle an die geltenden Regeln und Vorschriften halten, dann hätten wir das Problem ja gar nicht. Aber das ist doch teilweise schon ziemlich kleinlich, oder? Kleinlich? Mit einer Waffe auf einen Zivilisten zu schießen? Nee, hier ist das Ganze mit den Falschparkern hier, die hier mal für 3 Sekunden dann nur... Verpetzen. Es geht jetzt erstmal nicht um die Falschparker, sondern um den Schusswaffengebrauch. Okay, und den können Sie auch gar nicht nachvollziehen? Ne, natürlich nicht. Sehe ich für Sie aus wie ein Clown? Nein, gar nicht. Können wir Ihnen helfen, der Herr? Kann ich Ihnen helfen? Wir warten nur auf die Pol. Auf die Pol. Warum parken Sie nicht am Rand? Also es ist ja offensichtlich keine Gefahr im Vollzug gerade. Nicht schon wieder. Was nicht schon wieder? Das geht schon die ganze Zeit hier so mit dem Falschparken. So, dann erläutern Sie mal, was passiert ist. Ich wurde von ein paar Bürgern dieser Stadt hier wegen Falschparkern gerufen und, Reden Sie mal bitte leiser. Was sonst? Möchten Sie wieder Ihre Schusswaffe auspacken und auf mich schießen? Auseinander. Beruhigen Sie sich bitte. So, Sie gehen jetzt mal darüber, bitte. Gehen Sie. Dankeschön. So. Wie was sonst? Sonst kommst du zu einer weiteren Anzeige. Ganz einfach. Ganz ehrlich. Wir haben noch 3 Sekunden darüber zu gehen. Genau. So. Also. 20 Minuten später. Ist das Ihr Fahrrad, was da oben gerade fährt? Wo? Die haben mein Fahrrad gerade geklaut. Das ist korrekt. Na, dann gehe ich mal gucken. Cool. Haben die mein Fahrrad geklaut? Mein Fahrrad hat er also jetzt auch noch geklaut, ne? Wir haben kein Fahrrad, Sie können überall gucken. Wir haben Sie können Fahrrad. Was für ein Fahrrad? Wir haben ja gar kein Fahrrad. Sonst Sie haben schon eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung. Wir haben kein Fahrrad. Hier ist nirgends ein Fahrrad zu sehen. Ich glaube, der Herr hat das Fahrrad in seiner Dönerbude geparkt. Gesehen habe und das alle von meiner Kamera habe. Also, wo ist das Fahrrad? Ja. Das war auf einmal aber weg. Kein Fahrrad zu sehen. Ein paar Sekunden später. Schadenfreude ist die schönste Freude. Ach, haben Sie den Dönermann jetzt doch festgenommen, ja? Was für Dönermann? Glaub mir, wir sehen uns. Nächstes Mal an Recht und Ordnung halten. Nächstes Mal bist du in Handschellen. Das Gesetz befolgen Sie bitte nächstes Mal. Das nächste Mal bist du in meinen Handschellen. Hallo. Und glaub mir, ich hab mal Spaß mit dir. Sie können erstmal Spaß auf dem kalten Betonboden der JVA haben. Ihr Fahrrad steht da oben, das können Sie sich dann holen. Wunderbar, vielen Dank. Können wir vielleicht noch ein Foto machen? Ja, aber bitte, mein Gesicht darf nicht drauf sein, ne? Natürlich. Vielleicht hier können Sie sich einmal hier so... Wunderbar, das ist perfekt. Viel Spaß im Knast. Halt Maul! Aha. Machen Sie hier? Matthei, mein Name. Hallo, ich bin der Anzeigenhauptmeister. Ja, Sie halten gleich Abstand von dem Herrn. Abstand halten. Gehen Sie wir auf den gucken doch nur. Abstand halten. Gehen Sie auf den Bürgersteig. So, ich mach das dann einmal. Minimaler Bordsteinkantenabstand 30 cm. Das Fahrzeug da wegstellen. Oh, was haben wir denn da? Das ist ja wirklich ein Geschenk wie auf dem Präsentierteller. Das geht gar nicht, nein. Würden Sie nein. kurz bitte aus dem Weg gehen? Lassen Sie mal nein, das ist mein Van. Würden Sie mal kurz aus dem Weg gehen, bitte? Fahr doch bitte los. Sie gehen auch von der Straße runter. Das reicht jetzt. Ich nehme Sie auch noch mit. Entschuldigung, ich habe den Falschparker gerade erfasst. Sie möchten Leute anzeigen, wenn sie Ordnungswidrigkeiten begehen. Ja, selbstverständlich. Das Ordnungsamt macht das ja nicht. Dann belehre ich Sie jetzt, dass Sie eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Ich hätte gerne mal Ihren Ausweis. Warum muss ich Ihnen den jetzt geben? Weil ich den als Polizist in meiner Ausübung im Amt jetzt sehen möchte und mit Ihnen jetzt eine Personenkontrolle ausführen möchte und dementsprechend auch die Ordnungswidrigkeit, die Sie eben begangen haben, ahnden möchte im Sinne der Gefährdung des Straßenverkehrs, da Sie mitten auf der Straße gestanden haben. Und jetzt geben Sie mir Ihren Ausweis. Nun gut. Also, wenn Sie eine allgemeine Personenkontrolle oder Fahrzeugkontrolle durchführen möchten, dann brauchen Sie ja einen konkreten Tatverdacht. Haben Sie diesen konkreten Tatverdacht? Rieche ich vielleicht ein bisschen nach Marihuana oder habe ich einen Falschpark?
des Kfz irgendwo abgestellt. Hören Sie mir jetzt zu. Sie brauchen einen konkreten Tatverdacht, um diese Äußerung durchsetzen zu können, okay? Ansonsten bin ich nicht dazu verpflichtet, Ihnen Führerschein, Personalausweis oder sonstige amtliche Dokumente, Lichtbildausweis oder vorzuweisen. Das wird ein Nachspiel haben. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Das ist kein Problem. Ich habe alles auf Bodycam. Sie haben mir Ihre Personalien verweigert. Dementsprechend bin ich dazu berechtigt, Sie mitzunehmen zur Personalienfeststellung. Wie ist Ihr Name? Sie haben eine Dienstnummer, das muss Ihnen ausreichen. Ordnungswidrigkeit werden Sie trotzdem bekommen. Seit wann wird man für eine Ordnungswidrigkeit verhaftet? Sie sind vorläufig in Gewahrsam genommen zur Identitätsfeststellung, da Sie mir Ihre Identität verweigern. Martin, mein Name. Hallo, ich bin der Anzeigenhauptmeister. Sie halten gleich Abstand von dem Herrn, da Sie mir Ihre Identität verweigern. Hä? Sie sehen hier rechts von Ihnen das Gerät mit der roten Fläche. Auf diese rote Fläche legen Sie bitte einmal Ihren Finger. Vielen Dank, Martin Niklas. Geht doch, warum nicht einfach Personalausweis geben? Naja, weil ich dazu nicht verpflichtet bin. Doch, sind Sie. Nein, bin ich nicht. Der Herr Martin kommt jetzt erstmal mit in die Zelle. Herr Martin, folgen Sie. Seit wann kommt man denn für eine Ordnungswidrigkeit in die Zelle? Solange bis ich mit Ihnen fertig bin, gehen Sie bitte da rein. Aber Sie haben doch bereits meine Identität festgestellt. Also fürs über die Straße gehen, bekommt man dann tatsächlich direkt eine Anzeige und kommt in die Zelle bei Ihnen, ja? Wir kommen gleich wieder auf Sie zurück, Herr Martin. Brauche in der STVO nicht zu gucken, das ist Gefährdung des Straßenverkehrs, indem er sich mitten auf die Straße stellt und Fotos macht. Da brauche ich nicht zu gucken. Hallo? Ja, guten Tag. Ich wurde fälschlicherweise von einem korrupten Beamten unten in die Zelle gesteckt. Okay, ich komme mal ganz kurz unten, ja? Ja, vielen Dank. Irgendwann später. Hallo, haben Sie gerade angerufen? Ja, ich habe gerade angerufen. Mit wem spreche ich da? Leitstelle, wieso? So, für Sie zur Information. Der Herr Benjamin kommt gleich zu Ihnen. Na, der korrupte Officer dort hinten hat mich gerade hier eingesperrt, weil ich über die Straße gehen wollte und mein Handy dabei in der Hand hatte. Würden Sie uns jetzt eventuell Ihre Personalien einmal überreichen? Sie haben doch bereits mit mir diesen Fingertest gemacht. Sie wissen doch bereits, wer ich bin. Wir haben Ihre Identität. Wir würden trotzdem gerne einmal Ihre Personalien so da haben. Ich habe jetzt nichts dabei. Komme ich dafür auch jetzt ins Gefängnis, weil ich mein Perso nicht dabei habe? Sie sind erstmal vorläufig in Gewahrsam. Ah ja, vorläufig. Seit wann kommt man für eine Ordnungswidrigkeit 30 Minuten lang in eine Zelle? Na, ich glaube tatsächlich, dass Sie von der Örtlichkeit entfernt wurden, weil Sie da nur für Unruhe gesorgt haben und Sie Ihre eigenen Sicherheit und der Sicherheit abgeben. Nee, das sagen Sie jetzt. Das hat der Beamte mir bei meiner Verhaftung nicht gesagt. Herr Mattei, möchten Sie einen Anwalt dazu ziehen? Für eine Ordnungswidrigkeit? Nein. Das ist tatsächlich der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr. Das ist tatsächlich eine Straftat. Ah, jetzt sind wir schon bei einer Straftat. Die Justiz wird jetzt hier hinzugezogen. Möchten Sie einen Anwalt, ja oder nein? Nee, brauche ich nicht. Hier, Gefährdung der anderer Verkehrsteilnehmer durch eure Acht lassen, der Straßenverkehrsdienst. Nee, es ist auch kein gefährlicher Eingriff, es ist Gefährdung des Straßenverkehrs. Na, was ist es denn nun? Der Herr hat gerade was ganz anderes gesagt. Sind Sie sich nicht einig darüber, was der Grund ist, warum ich hier in dieser Zelle stecke, oder sind Sie noch im Überlegen? Ja. Weil so richtig einig zu sein, scheinen Sie sich ja nicht. 20 Minuten später. So, Herr Mattei. Ja, bitte. Ja, Sie dürfen jetzt gleich das Präsidium verlassen. Sie bekommen eine Geldstrafe von 30 Euro aufgrund des Verstoßes. Die werde ich ganz bestimmt bezahlen. Haben Sie mir nicht eben vor 5 Minuten gesagt, die Justiz kommt jetzt dazu, das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und das ist jetzt eine gefährliche Straftat? Sind Sie sich nicht mehr so einig, was das jetzt war? Oder haben Sie sich spontan umentschieden? Das ist eine Gefährdung in den Straßenverkehr gewesen, allerdings... Also zuerst eine Ordnungswidrigkeit, dann ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und jetzt eine gefährliche Straftat, nur damit Sie mir jetzt sagen, es ist doch nur eine Ordnungswidrigkeit, wofür die Justiz doch nicht kommen muss und ich bezahle nur 30 Euro. Kommen Sie raus. Nee, Sie müssten mir das jetzt erstmal erklären, was Sie vorhin wollten. Es ist eine Straftat, allerdings bekommen Sie dafür trotzdem nur eine 30 Euro Strafe, warum auch immer. Kommen Sie raus jetzt. Nee, Sie müssten mir jetzt erstmal erklären, was das hier soll. Also ich würde das jetzt gerne erklärt haben, ich würde das auch gerne mitschreiben. Können Sie mir genau erklären, wie der Vorgang jetzt hier ab? Lief? Dann stellen die Rechnung aus und dann wird er des Gebäudes verwiesen. Ich habe da jetzt keine Lust mehr. Also Sie sperren mich zuerst ein, nur um mich dann wieder zu verweisen. Habe ich das richtig verstanden? Und? Die kriegen jetzt ihre Strafe und dann dürfen sie gehen. Wenn sie nicht gehen wollen, muss ich sie dem Gebäude verweisen. Na, ich habe doch das Recht zu wissen, was hier der Vorgang war, der interne Vorgang. Ja, ja, wenn sie interne Vorgänge haben sie gar keine Recht, irgendwas zu wissen. Aber es betrifft auch mich selber. Sie haben mich wegen 3 verschiedenen Sachen jetzt eingesperrt, 30 Minuten festgehalten. Ich bekomme 30 Euro Strafe und darf wieder gehen? Es ist eine Straftat. Sie bekommen aber nur... Was ist denn das hier? Es ist eine Straftat, die Gefährdung des Straßenverkehrs. Seien Sie froh, dass nur 30 Euro Strafe sind. Warum soll ich denn froh sein? Können Sie entscheiden, wie hoch die Strafe ist? Nee. Ich gehe nach Aktenlage und ich gehe nach Tatbestand. Das hat nichts damit zu tun, ob ich drauf bin oder gut drauf bin oder nicht. Der Tatbestand war die Gefährdung des Straßenverkehrs, das außer Acht lassen, der im Straßenverkehr... nötigen Sorgfalt. Da Sie sich mitten auf die Straße gestellt haben und Fotos gemacht haben, haben Sie sich und den fließenden Verkehr
massiv gefährdet. Ah, ich stand auf der Straße und habe Fotos gemacht. Ich wollte die Straße nicht überqueren, das wissen Sie, woher? Weil ich das gesehen habe und auch auf Bodycam habe. Auf Bodycam? Richtig, meine Bodycam läuft immer mit. Ah, okay, ja. Haben Sie auch ein Mikrofon zur Bodycam oder hängt die dann nur um? Kollege. Nee, wir sind noch nicht fertig. Kollege, hast du dich drauf ausgestellt? Genau. Also ich sehe das richtig. Hier waren gerade 9 Beamte beteiligt für 30 Euro. Sie verlassen jetzt das Gebäude, Sie kriegen jetzt einen Platzverweis. Wie soll ich denn jemanden anzeigen mit einem Platzverweis? Platzverweis für 3 Stunden, Abfahrt jetzt. Und wie soll ich jetzt jemanden anzeigen? Wir können Sie auch von dem Gelände führen, wenn Sie das möchten. Sie gehen jetzt. Also können Sie mir jetzt verraten, bitte? Sie gehen jetzt. Kollege, einmal anfesseln, bitte. Den Rücken zu mir. Das alles klar. Ah, Sie fesseln Ihre eigenen Beamten. Komm, leg den jetzt Handfesseln an. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, ja, dass Sie keinen Bock mehr darauf haben, hätten Sie sich vor 30 Minuten überlegen können. Sie haben mich hier hingebracht. Ich wollte hier gar nicht sein. Sie haben mich freiwillig hier hingebracht. Wirklich äußerst unprofessionell, der ganze Haufen hier. Eine Stunde später. Also, kennt ihr den Officer, der da so einen Stock im Arsch gehabt hat, oder? Nee. Also, es war wirklich, also ich sag's selten und ungern. Also, es war es wirklich einer der größten, die ich je getroffen habe in diesem Spiel. Oh, kannst du direkt hier abhauen? Sieh zu, dass du Arbeit suchst. Na, ich überprüfe nur, ob Ihr Fahrzeug auch noch TÜV hat. Nee, Herr Mattei, da können Sie gleich weggehen. Brauchen wir nicht. Dürfte ich mal kurz an die TÜV-Plakette? Können Sie mir bitte aus meinem Blickfeld gehen? Sie sollen Leine ziehen. Sehen Sie zu, dass Sie sich einen Job suchen. Ich werde ganz sicherlich nicht mit meinen Steuergeldern, den ich hier bezahle, Ihren Hartz IV hier bezahlen, damit Sie hier mit der Kamera rumlaufen und irgendwelche Fotos machen von unseren Autos. Guter Mann, ich habe doch noch keine Fotos gemacht. Ich wollte doch nur gucken, ob Sie noch TÜV haben. Kann ja sein, dass der TÜV abgelaufen ist. Ich habe Sie hier auf TikTok gesehen, hier dieser Anzeigenhauptmeister. Sieh zu, dass du dir einen Job suchst und dir hier Leine ziehst. Ich habe einen Job, ich mache eine Ausbildung. Eine Ausbildung hier zum was? Zum Behinderten oder was? Das ist eine Beleidigung, das wissen Sie. Dann werden wir jetzt einmal die Polizei dazu rufen, ne, um die Anzeige aufzunehmen. Können Sie bitte schnell einen Streifenwagen vorbeischicken? 7178. Ja, ich bin vor Ort. Man könnte ja auch das Schild hier auf dem Fahrrad als Polizei misslesen, also... Nö, das ist keine Amtsanmaßung. Ich bin Privatperson. Da steht ja nicht Polizei drauf. Da steht ja auch kein Hoheitszeichen drauf, also ist das Ganze so gesehen legal. Da steht zwar vielleicht Polizei drauf, aber trotzdem, es sieht sehr verwirrend ähnlich aus. Verwirrend ähnlich sieht vieles aus. Ich würde sagen, das zählt schon fast zum Thema Amtsanmaßung. Nee, tatsächlich nicht, aber da können wir gleich die Polizeistreife befragen. Ja, da gucken wir mal mit der Polizei. Haben Sie einen Fahrradschein? Seit wann braucht eine Privatperson einen Fahrradschein? Ab heute. Nee. Moment mal, das TÜV von dem Fahrrad ist abgelaufen. Und ich sehe, Sie haben hinten gar kein Rücklicht. So wie ich sehe, hängt auch keine Klingel an dem Fahrrad. Sie müssen andere Verkehrsteilnehmer warnen können. Und das geht ohne Klingel ja offensichtlich nicht. Natürlich, ich kann Sie warnen. Soll ich Ihnen zeigen, wie? Das ist jetzt endgültig Amtsanmaßung. Da steht Polizei drauf. So, Sie haben hier Hausverbot. Sofort runter hier vom Grundstück. Ey! Ja, der Herr ist gerade bei der Verfolgung unglücklich gestolpert und hat sich dann den Kopf auf diesem harten Steinboden aufgeschlagen, wie Sie sehen können. Eine gerechte Strafe des Lebens. Moment, mein Fahrrad wird gerade geklaut.